Hey Leute, heute ist der Tag der RPC und ich muss sagen, bisher läuft einfach alles schief, was schief laufen kann. Ich bin gestern Abend nach Köln gefahren mit dem Auto. Ich wollte eigentlich schon einen Tag früher kommen, aber es ging einfach nicht, weil mein Zivil-Cosplay, was ich eigentlich tragen wollte, überhaupt nicht fertig geworden ist. Und ja, es ist bis heute nicht fertig und ich habe jetzt erstmal das hier mitgenommen. Das ist Seth aus Trinity Blood. Hatte ich ja fertig mit meinem Riesenhut. Ich komme durch gar keine Tür durch. ich weiß nicht, man sieht jetzt nicht so gut alles. Ich bin auf jeden Fall mit ganz vielen Glitzersteinen bedeckt, die sich leider jetzt auch ablösen. Von daher, ja, das ist jetzt so das zweite Problem. Ich habe jetzt dieses Cosplay angezogen, aber irgendwie klappt es hinten und vorne nicht. Es bringt einfach nichts, wenn ich das jetzt nochmal festkleben würde, weil es viel zu viel ist. Wir haben auch mittlerweile schon eine Uhrzeit, wo ich sage, okay, so langsam sollten wir wirklich zur Con fahren. Deshalb fürchte ich, werde ich diesmal das allererste Mal auf einer Convention in Zivil sein, also mit ganz normalen Klamotten. Vielleicht lasse ich die Wig auf, ganz einfach, damit ich mich nicht ganz so zivil fühle. Das ist für mich komplettes Neuland und irgendwie ganz, ganz komisch. Aber ja, ich denke mal, ich werde trotzdem Spaß haben und ich werde auch auf jeden Fall euch dabei haben mit der Kamera. Zwei Stunden auf der RPC rumgelaufen. Wie ihr seht, habe ich jetzt doch nicht die Perücke aufgesetzt. Ich fand, dann kann man auch gleich ohne Cosplay gehen und das ist jetzt mein erstes Mal in Zivil. Den kennt ihr ja noch. Also hi, ich bin immer überall dabei. Ich bin YouTube-Hure. Genau. Nein, wie gefällt es dir so? Du kennst ja die Gamescom aus diesen ganzen Hallen. Mhm. Also es ist im selben Messegelände. Nein, es ist einfach, es ist ein bisschen kleiner. Man merkt einfach, dass die RPC frisch ist. Ich glaube, die gab es letztes Jahr gar nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist ziemlich klein. Es ist ziemlich gemütlich, muss ich sagen. Es ist wirklich für Rollenspieler gemacht mit Würfelspielen und allem. Und mir gefällt es eigentlich ganz gut. Wie sieht es bei dir aus? Ich finde die Kostüme, die ja auch rumlaufen, teilweise richtig geil. Vor allem so viele Star Wars Cosplay habe ich noch nie gesehen. auch so Chewbacca in 100 Metern Höhe irgendwie, keine Ahnung. Haben wir glaube ich auch auf Kamera gekriegt, ne? Hoffentlich, ja. Also die Cosplays sind schon echt geil. Ja, ich finde es vielleicht ein bisschen klein. Mhm. Gerade wenn man jetzt so die Gamescom aus diesen ganzen Hallen kennt. Und ich glaube, täusche ich mich oder sind das nur zwei Hallen? Es sind nur zwei Hallen gewesen. Es sind Halle 4 und Halle 5. Bei der Gamescom waren es wirklich komplett 6 bis 9. Und nochmal 10 und 11 vielleicht glaube ich auch nochmal eben bei der. Ja, aber man merkt es auch ein bisschen. Es ist viel, viel leerer. Auf der Gamescom zum Beispiel letztes Jahr, es war knallevoll, man kam kaum durch. Und jetzt war es so, ja, weiß ich nicht, als wir reingekommen sind, da war fast gar nichts los, oder? Ja, vor allem waren Halle 6 bis 9, also quasi dieser ganze Gamescom-Abteil wirklich abgesperrt. Und man denkt so, wo geht's denn hier zur RPC? Aber es ist echt
süß, gemütlich. Es gibt eine helle Halle, wo quasi diese ganzen Cosplay-Stände sind. Und eine dunkle Halle, wo vor allem viel gezeigt wird, wie zum Beispiel Drakensang oder sowas. Also einfach viele Spiele und eher so diese Videoecke. Genau, und ganz, ganz viele Klamotten jetzt, auch so Mittelalter-Klamotten und so. Auch ganz viele Mittelalter-Gruppen, finde ich, die einem dann Flyer in die Hand drücken. Oder also interessant ist es. Oder fünf Würfelstände. Ja, ungefähr. Also Würfelfreunde kommen hier auf ihre Kosten. Auf jeden Fall. Wie war das denn für dich so das erste Mal als Cosplayerin auf einer Convention zu sein ohne Cosplay? Weil du hast die Tickets ja quasi nur eine Woche vorher gewonnen. Das mit dem Sevier-Cosplay hast du am Anfang schon gesagt, klappte nicht so. Ja. Wie war es für dich? Traurig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, man kam besser durch. Weil man nicht irgendwie fotografiert wurde oder angehalten wurde, mal was gefragt wurde. Was auf der einen Seite schade ist, auf der anderen Seite ist auch mal ganz chillig. Also ich hatte trotzdem Spaß, aber... Nicht so viel Spaß, wie du das haben können. Genau, ich gehe lieber auf die Conventions mit einem Kostüm. Ich fühle mich dann einfach auch wohler. Ich weiß nicht warum. Ja, wir laufen jetzt, glaube ich, nochmal durch die eine Halle durch. Die haben wir nur ganz kurz gesehen, weil da wurde es dann schon ein bisschen voller. Aber wir gucken uns die auf jeden Fall nochmal an und danach holen wir uns erstmal was zu mampfen, ne? Vielleicht machen wir noch ein ganz kleines Video, falls wir es jetzt noch schaffen, zu meinem lieblingsasiatischen Store zu gehen. Da können wir da auch noch ganz kurz mal was zeigen. Passt. Okay. Bis dann. Bis später.